Hallo, wir sind Kerstin und Andi. Und wir haben uns vor unserem Urlaub noch das Sogsystem für die WC-Kassette bestellt. Und zwar, um die Gerüche während der Benutzung der Toilette etwas zu minimieren. Also gar nicht vorrangig, damit wir auf Chemie verzichten müssen, weil wir hatten noch nie Chemie in der Kassette drin, schon immer etwas biologisch Abbaubares. Hatte auch den Vorteil, dass man einfach auch nach der Heimfahrt die Kassette auch mal zu Hause in der Toilette entsorgen konnte. Aber die Gerüche während der Benutzung waren dann doch ja, minimal unangenehm, würde ich sagen. Oder wenn man auch länger steht, dass man in der Sonne steht oder was, dann hat es halt auch immer mal ein wenig diesen Klo-Geruch. Ja, gerade wenn es wärmer wird, da hat man dann schon gemerkt, wenn die Kassette schon in Benutzung war und man hat den Schieber geöffnet, dass es dadurch leicht rausgedampft hat. Das fand ich ein bisschen unangenehm. Wir hatten dann meistens, oder du hattest meistens dann morgens, wir haben geguckt, dass wir dann einfach ja, täglich die Kassette entleeren. Geht aber auch nur, wenn man auf dem Stellplatz steht, der eben die Entleerung vorsieht, wenn man dann doch mal eine Nacht frei steht, was wir ja auch hin und wieder planen und auch jetzt schon gemacht haben, ist es so wirklich deutlich angenehmer. Das verspricht jedenfalls das Sogsystem und durch den Sauerstoff soll der Inhalt der Kassette sich besser zersetzen als Chemie. Chemie wäre sogar für die Zersetzung hinderlich. Genau. Wir wollten vor dem Urlaub das Sogsystem noch einbauen, hatten auch damit angefangen. Wie man es im Video hört, wir mussten abbrechen. Wir mussten dann auch insgesamt zeitlich abbrechen. Deswegen gibt es diesmal ein Einbauvideo der anderen Art, denn wir haben den Einbau im Urlaub jetzt an der Mecklenburgischen Seenplatte fortgesetzt. Und den Einbau seht ihr jetzt. Viel Spaß damit! Bevor wir unser Sogsystem bestellt haben, haben wir geguckt, welchen Typ wir überhaupt brauchen. Das findet ihr hier. Da ist der Aufkleber von der Kassette. Das ist in dem Fall bei uns hier die C220. Das heißt, die C220 ist der Typ H. Die Außenklappe von dem Kohlefilter gibt es in Schwarz, Dunkelgrau, Hellgrau und Weiß. Wir haben Schwarz genommen. Passt am besten zum Auto. So, dann fangen wir mal an. Einmal die Kassette raus. Also wir haben jetzt schon mal ausgepackt, um zu gucken, was alles dabei ist im Lieferumfang. Das ist einmal dieses Blech mit dem Schalter, wodurch den Schieber praktisch der Lüfter betätigt wird. Einmal der Lüftermotor zum Einbau in die Klappe. Ein Stück Flexschlauch. Die Außenklappe mit Kohlefilter und das ganze Kleinmaterial, was wir noch brauchen. Was wir uns noch besorgt haben, ist ein neuer Entleerungsstopfen für die Kassette, um den alten einfach zu erhalten, wenn man dann ausleert. Das Gute bei dem Set ist, man kann die vorhandenen Schrauben nutzen, um diesen Schalter einzubauen, den wir durch den Schieber dann betätigen, dass der Lüfter angeht. Da ist eine verlängerte Schraube dabei. Wenn man die hintere Schraube rausdreht, die sitzt ganz da hinten. Am besten mit dem kurzen Schraubenzieher das Ganze rausdrehen. Da blaucht man sich nicht so. So, das ist die kurze Schraube, die drin war, die Original. Und hier ist eine verlängerte wegen dem Schalter. So, die hier vorne müssen wir noch rausdrehen. Dieser Schalter, dieser Mikroschalter,
wird durch den Schieber der Toilette betätigt und sorgt dafür, dass der Lüfter dann anläuft. Jedes Mal, wenn man den Schieber von der Toilette aufmacht, dass der betätigt wird und der Lüfter anläuft. Um an dem Kabel nicht hängen zu bleiben, wenn wir den jetzt da einbauen, muss er am Wasserzulaufschlauch, am Spülschlauch von der Toilette durchgeführt werden. So, dann nehmen wir jetzt hier den Anfang. Und da oben sieht man, da läuft der Schlauch durch. Und genau so legen wir unser Kabel, dass man nicht, wenn wir die Kassette rausziehen, hängen bleiben. So, da kommt schon durch. Das ziehen wir jetzt raus, komplett. Schon mal die halbe Miete. So, dann gehen wir da hinten hoch. So ist das Blech vom Schalter. Das abgewinkelte Teil nach unten. Und dann wird es hier nur in diesen Drehmechanismus eingeführt. Genau, so ist es. Jetzt machen wir hier wieder die Schraube rein, die vordere erstmal. Einmal. Machen wir hier die erste Schraube rein. Die Originalschraube wieder. Hinten brauchen wir dann die lange. So, das war das Erste. Jetzt müssen wir das Blech da hinten ein wenig rüberziehen. Und da hinten kommt dann die lange Schraube, die mitgeliefert wurde, kommt dann da rein. Auch. Das ist unser Mikroschalter, der den Soglüfter anschaltet. Und hier ist die Klappenfunktion von dem Schieber. Wenn ihr praktisch den Schieber aufmacht und euer Klo öffnet, saugt der Ventilator, der Sogventilator, die Dämpfe nach draußen. Jetzt befestigen wir das Kabel an dem Rohr. Mit Kabelbindern, dass es nicht im Weg hängt. Einmal. Ich muss mit zwei Händen jetzt. Hier haben wir unseren Kabelbaum verlegt. Die Kabel sind standardmäßig hier durch die Klokassette geführt, um auch das Magnetventil für die Toilette, für die Toilettenspülung zu aktivieren. Da nehmen wir uns den roten und den schwarzen. Der rote ist Plus, der schwarze ist Minus. Die zwickt man durch. Und machen uns gute Klemmen drauf.
Dasselbe machen wir mit Schwarz. Haben unsere Verbindung für Plus und Minus schon, die wir hier später anschließen. Aber jetzt noch nicht, weil erst wenn der Lüfter angeschlossen ist. Ja, wie ihr wahrscheinlich gehört habt, den Kindergeburtstag im Hintergrund haben wir den Dreh zu Hause vorm Urlaub abgebrochen. Und wir sind jetzt in Mecklenburg-Vorpommern und wir stehen hier an einem Badesee auf einem Parkplatz gerade und machen jetzt den Einbau von unserem Sogsystem im Urlaub fertig. Ja, ich denke, wir sind soweit startklar, oder? Ja, können loslegen. Gut. Also, den Schalter haben wir ja eingebaut. Da hinten von der Klappe auch. Hier ist das Kabel von dem Sogsystem und hier ist der Plus und Minus. Den haben wir auseinandergezwickt und haben die Klemmen drauf gemacht. Das klemmen wir jetzt aber noch nicht an, sonst hätten wir hier Saft. Da machen wir jetzt die Klemmen drauf schon einmal. Lassen wir jetzt erstmal hängen. Das ist vorbereitet. So, dann schrauben wir als erstes das Entlüftungsventil raus. Das brauchen wir nicht mehr. Das heben wir aber auf. Der Stopfen muss drauf. Da ist die Nase. Der Pfeil. Dann nehmen wir uns den Stopfen und fräsen ein Loch rein, weil wir haben einen Ersatzstopfen besorgt. Da kommt dann praktisch der Entlüftungsschlauch rein. Genau, den Messbecher brauchen wir nicht. Den machen wir runter. Mal gucken, ob der Gummi schon passt. Machen wir mit dem Messer mal den Grat hier weg. Das Loch haben wir ausgefräst. Da muss erst der Dichtungsgummi rein. Dann kommt der Stopfen drauf. Das darf ruhig schwer gehen. Und dann ist es dicht. So. Das ist auf jeden Fall dicht. Dann haben wir unsere Kappe fertig. Der Schlauch kommt später hier ja dann so rein. Für das Sogsystem. Jetzt messen wir uns hier die Mitte raus. Dass der Kasten auch schön sitzt. Wo man ein bisschen aufpassen muss, wie viel Platz man innen hat, ne? Ja. Da haben wir vorab schon geschaut. Wenn die Kassette drin ist, ich zeig's noch mal schnell. Das Kabel tun wir mal weg. So, anscheinend haben wir hier den nächsten Kindergeburtstag. So, jetzt machen wir erstmal die Kassette rein.
Und wenn die Klappe zu ist, die schließt hier ziemlich ab, ist hier nicht mehr so viel Platz. Deswegen müssen wir schauen, dass wir unseren Lüfter da oben, unseren Lüftermotor hier oben reinsetzen. Dann nehmen wir mal Maß mit der Klappe. Da haben wir 10. Dann haben wir da genau die Mitte. Noch mal gucken, dass das auch passt. Ja, da ist genug Platz. Hier machen wir unser Loch. Dann schaut es gut aus. Tut mir jetzt in der Seele weh. Der Durchmesser von dem Kranzbohrer oder Lochsäge, sagt man auch dazu, ist jetzt 38 mm, dass wir ein bisschen Luft haben. Der Rest wird mit Dekasil verschlossen. Seite noch den Kunststoff durchgebohrt. Das war schon. Ich habe gerade das ganze Fach alles rausgesaugt und natürlich hier den ganzen Platz, die Späne, alles. Wir wollen ja hier nichts hinterlassen. Jetzt nehmen wir das Dekasil zum Abdichten. Und zwar spritzen wir hier von innen schön eine erste Schicht. Unseren Lüftermotor bauen wir jetzt ein. Deswegen haben wir hier von innen Dekasil genommen. Drücken den schön ins Loch rein, mitteln den Ring aus. Schauen mal auf die andere Seite, die sieht super aus. Machen wir den gleich fest. Da sind ausreichend Befestigungsschrauben dabei. Die nehmen wir jetzt her und schrauben das von innen mal fest, dass das hält. Da drückt das Dekasil raus, schon, das ist schon mal gut, dann ist es dicht. So, das war der erste Streich. Jetzt wird es neu vermittelt, dass wir genau die Mitte haben, dass der Deckel auch gut sitzt. Jetzt machen wir hier eine kleine Schicht Dekasil drüber, dass es dicht ist.
Hier haben die Schrauben noch ein wenig rum, die Löcher. So, jetzt haben wir hier das Dekasil draufgepappt. Das machen wir jetzt hier. Das muss ausgemessen haben. Ein bisschen andrücken. Kann man noch den korrigieren. Maßstab. Ja, so passt es. Gucken wir oben noch einmal. Bisschen. So ist gut. So machen wir es fest. Also wir müssen jetzt vorbohren. Kommen nicht drum rum. So, jetzt schrauben wir die Schrauben noch alle wieder rein. Gut. Das Dekasil können wir noch ein wenig runter machen. Jetzt setzen wir den Kohlefilter noch ein. Und machen die Abdeckung drauf. Und da brauchen wir jetzt zwei Schrauben. Mal. So. Gut. Da jetzt die Klappe nichts mehr hält, haben wir uns provisorisch so bleibt die Klappe aufstehen, weil durch das Sogsystem der Magnet zu kurz ist und nicht mehr bis ans Blech reicht. Da fehlt ein ganzes Stück. Und deswegen haben wir uns jetzt erst einmal damit beholfen. Sonst wird es vielleicht ein wenig blöd zum Ausleeren. Ja. Jetzt tun wir unser Kabel noch wieder raus. Die Stecker hier zwicken wir ab, die Original. Weil wir hier die guten Vago-Klemmen verbaut haben, die wir immer nehmen. Das machen wir dann gescheit mit Kabelbinder fest. Einmal. Einmal. Gut. So. Und dann können wir gleich die Drähte noch abisolieren und anschließen. Welche Drähte hast du jetzt? Das ist einmal der Zuladungsdraht hier zum Lüfter. Und der Schaltdraht auch zum Lüfter. Einmal. Zweimal. So. Das haben wir drin. Jetzt kommt die Klokassette rein. Aber erst
Machen wir es ein wenig sauber. So. Einmal rein. Dann brauchen wir unseren neuen Schnüdel. So, und da machen wir jetzt unseren Schlauch rein. Und den müssen wir jetzt ein wenig kürzen. Und zwar drin. Gut, nachdem wir den Schlauch jetzt passend abgelenkt haben, schiebt man jetzt einfach drauf auf das Rohr. So, das war's schon. Jetzt nehmen wir noch ein paar Kabelbinder und machen hier unsere Klemmverbindung gescheit fest, dass das nicht so rumbaumelt. Einmal und dann machen wir auch noch einen. Viermal. Jetzt gucken wir mal, ob es zugeht. Wunderbar. Wunderbar. Und das Sogsystem funktioniert jetzt folgendermaßen. Einmal WC-Klappe öffnen und wenn jetzt dieser Schieber, um die WC-Kassette zu öffnen, geöffnet wird, ich denke, ihr hört's, springt nur in dem Moment der kleine Ventilator an und saugt quasi die Luft nach außen und man hat wirklich keine Gerüche mehr, während die Klappe offen ist, hier in der Toilette und im WC-Bereich. Also das ist wirklich sagenhaft. Wir sind total begeistert. Das heißt, auch der Energieverbrauch ist verschwindend gering, denn sobald die Klappe geschlossen ist, ist auch der Ventilator aus. Also das ist wirklich eine tolle Sache. Und jetzt haben wir noch ein kleines Fazit für euch. Wir haben jetzt seit 3-4 Tagen das Sogsystem im Einsatz und sind begeistert. Total. Also muss man echt sagen, es gibt keinerlei Klogerüche mehr innerhalb vom Klo. Ja, also ist super. Die Zersetzung funktioniert klasse. Ja, also besser als mit Chemie oder Biochemie, muss man besser, sagen. Also auch, man soll mit Sogsystem normales Toilettenpapier benutzen können, was sich zersetzt. Wir haben schon immer normales Toilettenpapier benutzt. Also wir haben bisher immer Dr. Keddo benutzt mit den ätherischen Ölen für den angenehmen Geruch auch zum Entleeren. Denn ohne alles brauchen wir schon ein starkes Näschen, wenn man ausleert. Also da bist du gefragt. Mann. Mann. Das System kostet ca. 150 Euro. Für uns hat sich der Einbau auf jeden Fall gelohnt, nicht finanziell. Also man muss wirklich für 150 Euro, könnte man viel Chemie bezahlen oder auch Bio, aber gerade der Geruch
ist einfach nicht mehr vorhanden, selbst wenn die Kassette schon in Benutzung war. Steht ja drauf, Sog, schnell ohne Geruch. Also wir können es absolut empfehlen, wir sind begeistert. Also, ich will nichts mehr anderes. Ja, sollte euch dieses Video gefallen haben, freuen wir uns natürlich immer über Daumen hoch. Lasst uns doch auch gerne ein Abo da und über einen netten Kommentar freuen wir uns auch immer. Bis bald. Tschüss.